Und jetzt begrüße ich den Mann, der der Republik zeigt, wie man sich locker macht. Der grüne Oberbürgermeister von Tübingen. Schönen guten Abend, Boris Palmer. Unser Reporter hat den Tag in Tübingen so richtig genossen. Wir haben es gerade gesehen. Wie groß ist Ihre Sorge, dass Tübingen jetzt überrannt wird, so quasi als Insel der Freiheit, als Alternative zu Mallorca? Also bis letzte Woche hatte ich eher die Sorge, kriegen wir die Teststation in Betrieb? Was macht die Inzidenz in Tübingen? Das läuft alles gut. Unsere Inzidenz ist noch immer unter 30 in der Stadt. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich mir unter anderem wegen Fernsehsendungen wie Ihrer Sorgen mache. Was tun wir, wenn halt Bayern bei uns einkaufen möchte? Da überlegen wir uns gerade was. Für Samstag jedenfalls werden wir die Tickets für Auswärtige limitieren müssen. Plötzlich wollen einige es so machen wie Sie, Herr Palmer. Haben denn Frau Merkel oder Herr Söder schon mal bei Ihnen angerufen? Nein, bisher hatte ich noch keine Telefonate mit Frau Merkel oder Herrn Söder. Dabei will Bayern ja jetzt 8 Modellregionen und Städte schaffen nach dem Vorbild Tübingen. Söder nennt das Experiment allerdings Tübingen Plus. Haben Sie Tipps für ihn? Ja, ich freue mich erstmal, weil bekanntlich ist ja die Kopie die höchste Form des Lobes. Und Tübingen Plus, da gehe ich selber hin. Also Tübingen mit einem Plus, das muss eine tolle Stadt sein. Aber im Ernst, ich habe mit dem Kollegen Reiter schon vor 3 Wochen unser Konzept mal durchdiskutiert. Wir waren uns einig, das geht auch in größeren Städten, das geht auch in München. Man muss halt einen Radius um eine Teststation finden und das Personal und die Tests beschaffen. Aber das können Städte, bestimmt auch bayerische Städte. Und von daher finde ich es gut, wenn viele sich jetzt auf diesen Tübinger Weg machen. Was fehlt den bayerischen Städten denn außer den Teststationen? Fehlt vielleicht der Mut? Bisher vor allem die Erlaubnis. Es gibt ja in Bayern bisher keine Modellprojekte. Kollege Reiter hat mir gesagt, er würde schon gerne eins machen, aber er kriegt von der Staatsregierung keine Erlaubnis dafür. Und dass jetzt Herr Söder erklärt hat, er wolle gleich 8 Städten die Erlaubnis geben, das finde ich super. Haben Sie denn auf eine Erlaubnis gewartet, Herr Palmer? Ja, oft nicht. Ich bin nicht der Typ, der gerne auf Erlaubnisse wartet. Wir haben zum Beispiel in Tübingen schon vor 6 Wochen angefangen, alle Schüler 2-mal die Woche zu testen. Da war dieser Selbsttest, den man einfach nur in der Nase benutzen kann, noch gar nicht zugelassen. Aber er war lieferbar und habe ich gesagt, ist mir jetzt egal, auf die Erlaubnis zum Nasepopeln warten wir nicht. Gute Ergebnisse. Wir testen jetzt fast 10.000 Mal die Woche unsere Schülerinnen und Schüler. Aber für diese Öffnungsversuche, da musste ich natürlich eine Erlaubnis bekommen. Das war aber wirklich eine gute Erfahrung. Von der Antragstellung bis zur Genehmigung in Stuttgart sind gerade mal 5 Tage vergangen. Die Zeit war irgendwie reif dafür. Wie steht es um Risiken und Nebenwirkungen, wenn auch bei Ihnen die Zahlen hochschnellen und Sie scheitern sollten? Was wäre dann die Konsequenz fürs ganze Land? Ja, für uns wäre erstmal die Konsequenz abbrechen. Wir wollen nichts unnötig riskieren. Aber fürs ganze Land wäre dann halt die missliche Lage, dass wir keine funktionierende Corona-App hätten, dass wir nicht genügend Impfstoff haben und dass wir auch mit Teststrategien nicht unser Leben, unsere Freiheit zurückkämpfen können, dann wären wir noch ein halbes Jahr in Lockdowns eingekesselt. Ich bin aber zuversichtlich, dass es anders ist. Denn wir haben jetzt in den ersten 14 Tagen Öffnung in Tübingen keinen Anstieg der Inzidenz gesehen. Und durch unser extrem engmaschiges Testnetz, nach meiner Auffassung, die Infizierten herausgefischt. Einer von 1.000 ist positiv. Im Labor extrem hohe Werte, hohe Viruslast. Das heißt, es sind diese Superspreader, die die Pandemie am Laufen halten. Die finden wir, die gehen uns gewissermaßen ins Netz, weil wir Köder aushängen. Das sind unsere Teststationen. An denen muss man vorbei, um die Freiheit zu genießen. Und da bleiben dann die Superspreader hängen. Ich glaube, dass das Konzept funktioniert. Herr Palmer, noch ganz kurz. Heute ist ja ein bemerkenswerter Tag. Die Kanzlerin hat die Rolle rückwärts gemacht in ihrer Osterpausenpolitik, in ihrer Lockdown-Politik. Ist das vielleicht eine Wende in der deutschen Corona-Politik? Fühlt sich so an. Ich bin auch noch irgendwie völlig von den Socken, kann das gar nicht einordnen. Aber ich sehe schon, dass sie auch Größe gezeigt hat. Weil ich habe auch noch Menschen getroffen, die den Kopf geschüttelt haben über diese letzten Beschlüsse. Und dann zu sehen, dass das so nicht geht, dass man jetzt irgendeinen anderen Weg beschreiten muss. Auch im Bundestag zu sagen, sie findet es gut, was Tübingen macht, die Freigabe zu erteilen, jetzt statt Lockdown auch anderes auszuprobieren. Das spricht für Sie, das spricht für unsere Bundeskanzlerin. Sie haben sich mit politischen Provokationen ja einen Ruf als Enfant terrible erarbeitet. Jetzt stehen Sie plötzlich als Vorbild da. Wie fühlt sich das an, Herr Palmer? Das ist genau das Gleiche. Ich bin halt ein Rechthaber, ich bin unbeirrbar. Ich sage nicht aus taktischen Gründen Dinge, die ich nicht glaube. Und wenn jemand meint, man dürfe was nicht sagen, sage ich es gerade erst recht, weil ich nichts für Sprechverboten halte. Aber deswegen ziehe ich Dinge auch durch. Und
die Leute, die mich in Tübingen gewählt haben, wissen, dass das auch eine Qualität sein kann, vor allem in der Krise. Ich werde nicht mehr besonders umgänglich und frei von Kanten werde ich auch nicht. Aber wenn was angepackt werden muss, dann mache ich das. Danke für das Gespräch, der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer.